Hey meine Lieben, na, guten Abend, wie geht's euch? Herzlich willkommen zum Stream. Wie ihr hört, ist meine Stimme nicht ganz auf der Höhe. Und der ganze Stream heute wird unter dem Motto The Bare Minimum laufen, also Minimal Effort, weil ich eigentlich ziemlich krank bin. Und ich habe mich jetzt schön voll gepumpt mit Ibuprofen und einem Schleimlöser und viel Tee, sodass ich jetzt hoffentlich den Stream mit euch machen kann. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, zu verschieben, weil zwingt mich ja theoretisch keiner, den zu machen. Aber wir wollen ja heute unser Aquatic-Set besprechen und ich hätte keinen guten Ersatztermin gefunden, weil ich schon ganz viel geplant habe für die kommenden Streams. Und heute sind wir auch ein bisschen früher dran. Wir sind ja heute sozusagen nach einer Woche schon wieder am Start, anstatt nach zwei. Und es liegt daran, dass wir jetzt dann eine dreiwöchige Pause statt eine zweiwöchige haben werden, weil ich mit meiner Familie mal wieder ein bisschen in die Berge abhaue und da wird es dann schwierig. Von woanders kann ich immer nicht gut streamen, weil mir einfach Bandbreite fehlt, Equipment und so weiter. Deswegen wollte ich den heute unbedingt machen und ich freue mich aber, dass ihr alle da seid. Ich sag mal kurz ein paar Leuten Hallo. Hallo Hannes. Hallo Maria. Ha. Ah, die üblichen Verdächtigen sind da. Die Ivona, der Sigi Kaltmann, Hansi Buche, die Ulrike Ritter, die Elvira Duda habe ich gerade gesehen. Ich glaube, dein Giveaway ist schon unterwegs, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob es angekommen ist bei dir. Du hast ja beim letzten Mal gewonnen. Und die Monika Rutzbacker ist da. Grüß dich. Liebe Monika, bitte schreib mir mal kurz in den Chat. Ich glaube, ich spreche deinen Nachnamen falsch aus. Und sowas ist mein stiller Horror, wenn ich das Gefühl habe, ich spreche die insbesondere Namen falsch aus. Bitte schreib mir in den Chat, wie er richtig ausgesprochen gehört. Weil ich vermute, das klingt nach irgendwas Slawischem und ich glaube, ich mache es falsch. Christian A. ist da, die liebe Caro ist da. Freut mich, dass ihr alle da seid. So cool. Jetzt sage ich mal ganz kurz meine Mitgliedern, die sich seit dem letzten Mal verlängert haben. Vielen Dank und zwar einmal dem Horst Burgbacher, die Diana, KS, KA, Angelique Jolifaux, Magdalena, Heinz und Parfumlabor, die Manuela HD, Michael W., Kilian MCB, die Monika, die besagte, Alina Ruf, Simone Spatz, Moritz, Patrick Fuhrmann, Jenny Allen und die Caro. Und so, jetzt schaue ich kurz, ob die Monika geantwortet hat. Noch nicht. Noch nicht. Ich muss nachher unbedingt nochmal nachschauen. Gut, Leute, was machen wir heute? Wir besprechen heute einmal das Aquatic Set. Das hatte ich euch ja angekündigt. Das heißt, die Leute von euch, die sich es gekauft haben, die können auch wieder mitriechen, natürlich heute live. Und ich sag's jetzt gleich mal vorab. Beim nächsten Mal, wo wir das machen werden, werden wir die Gourmand Collection besprechen. Die habe ich jetzt auch schon da. Und falls ihr das nächste Mal, wenn wir live schnuppern, mitschnuppern wollt, es wird allerdings nicht der nächste Stream sein. Das Datum nenne ich euch nachher noch, das muss ich noch nachschauen. Dann könnt ihr das bestellen auf The Perfume Collective. Ich schalte es euch mal kurz rüber. Genau hier. Der Link müsste im Stream stehen, also in der Videobeschreibung dieses Streams hier. Und wie gesagt, das Datum, wann der stattfindet, sage ich euch noch, es wird irgendwann im September sein auf jeden Fall. Genau, also soweit dazu. Und Elvira schreibt, Giveaway ist noch nicht angekommen. Ist aber noch alles in Ordnung laut DHL. Sigi Kalkmann schreibt, für Matt und Krack siehst du verboten frisch aus. Welcher Tee hilft da so gut? Ist nicht der Tee, ist das eine Menge Make-up. Ja, das ist immerhin, muss ich sagen, doch der Vorteil von uns Frauen, ne? Wenn man auch mal nicht so gut aussieht, dann kann man sich zumindest auf ein gewisses Level wieder schminken. Ja, aber ich habe schon ziemliche Augenringe und eigentlich ist es echt eine Schande, weil meine Kinder sind ja schon seit zwei Wochen krank. Und letzte Woche hat es auch mein Mann komplett derbröselt und ich war last man standing. Eigentlich bis vorgestern. Und ich sag noch so, ich war so stolz auf mein Immunsystem und ich sag noch so zu meinem Mann, ich werde nicht krank diesmal. Diesmal schaffe ich es. Aber einfach diese Kindergarten- und Krippenviren in Kombination, du kommst einfach nicht aus. Also einfach keine Chance. Vor allem, was natürlich auch anstrengend war, die kranken Kinder zu pflegen in der letzten Zeit. Weniger das Pflegen, mehr, dass sie so quengelig sind. Das zerrt dann an den Nerven. Und ja, genau. Jetzt kurz vom Urlaub hat es mich auch noch erwischt.
Zistus-Tee ist der Geheimtipp bei Erkältungen, schreibt Sandbear. Was ist ein Zistus? Hab ich noch nie gehört. So, gut, Leute, dann würde ich sagen, genau, zum kleinen Ausblick noch. Also wir schauen uns jetzt gleich das Aquatic-Set an. Und dann hat mir die Monika noch ein paar Düfte gesendet, die wir heute auch probieren werden. Die sind von The Harmonist. Und dann schauen wir mal, wenn ich noch fit bin, können wir noch ein paar von dem Rennes de Saba, habe ich noch ein paar Haufen Proben rumliegen. Das können wir vielleicht noch machen. Ah ja, und einen neuen Duft habe ich noch. Den werde ich euch auch zeigen. Genau. So, dann würde ich sagen, starten wir mal los. Alle, die sich das Set besorgt haben, nehmt es mal zur Hand. Lasst es uns mal aufmachen. Und dann schauen wir mal, was wir heute riechen. Jetzt dachte ich mir, Aquatic ist ein cooles Thema für halt Hochsommer, weil ich dachte eigentlich, 1. August, dann müsste es schon irgendwie so 31 Grad am Tag haben. Konnte niemand ahnen, dass jetzt schon irgendwie Frühherbsteinbruch ist. Ist echt krass, was da in letzter Zeit an Regen runterkommt wieder. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass der Sommer noch nicht zu Ende ist. Und man kann aquatische Düfte ja auch tragen, wenn es nicht unbedingt Sommer ist. Muss ja nicht unbedingt Sommer sein. Also, das ist hier wieder der Voucher, den ihr darin findet. Es gilt wie immer, in dem Set sind 5 Düfte drin. Die seht ihr hier. Ups, normalerweise sind die immer so ganz fest drin. Heute nicht ganz. So sieht es aus. Und wenn euch einer davon gefällt, dann habt ihr in dem Set einen Code, mit dem ihr 20 Euro Rabatt bekommt, falls ihr eine Vollgröße kaufen möchtet. Genau. Meine Nase ist übrigens Gott sei Dank noch intakt. Also ich habe heute schon, ich hatte schon die ganze Zeit Horror, dass ich vielleicht nicht mehr gut riechen kann, wenn ich so erkältet bin. Aber komischerweise ist es mehr Husten als alles andere. Also die Nase geht. Und ich rieche auch noch alles. Ja, Caro schreibt, sie hat auch schon die cozy Düfte ausgepackt. Ja, das ist, ja, ich irgendwie auch. Ich habe heute Mont Guerlain getragen. Beziehungsweise am Mont Guerlain war mein Testmesser. Da habe ich immer geschaut, ob ich noch was rieche. Weil der ist so wiedererkennbar für mich und ich merke dann ganz genau, wie auf der Höhe meine Nase ist. Wird heute wahrscheinlich ein paar Mal öfter passieren, dass ich den Ton ausstellen muss zum Husten, aber das macht nichts. So, und jetzt haben wir hier diese 5 Düfte drin. Der erste ist mal der Molecule 2. Und das ist jetzt für mich kein Unbekannter, für viele von euch wahrscheinlich auch nicht. Und der ist in dieser Aquatic Collection, weil er aus einem einzigen Molekül besteht und das ist Ambroxan. Und wie ihr wisst, ist Ambroxan ja eine synthetische Nachbildung von Ambra. Der Chris hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Und die Agnes Lydia hat sie bekommen. Dankeschön, Chris. Und dieses Ambroxan, witzigerweise, ist aber eigentlich überhaupt nicht, riecht überhaupt nicht wie Ambra. Also ich habe richtiges Ambra auch da. Und Ambroxan ist eine frischere, noch, finde ich, aquatischere, synthetisch aufgepeppte Version. Also ganz so viel hat es nicht gemein, finde ich. Weil Ambra für mich ist viel animalischer, wärmer und ja, irgendwie tiefer, mehr so eine, mehr eine warme Note und Ambroxan ist für mich eher eine kühle Note. So, also ich weiß natürlich, wie der riecht. Das ist jetzt sehr unspannend in dem Fall. Also wenn man Ambroxan beschreiben müsste, würde man wahrscheinlich sagen, riecht frisch, ein bisschen salzig, aquatisch, ohne den stinkigen Charakter von Meer zu haben. Ich kann euch auch mal den Duft aufmachen. Auch wenn es nicht viel zu sehen gibt hier. Also hier haben wir eben Ambroxan, das ist die einzige Note. Und wie es bei Eccentric Molecule immer ist, wenn Molecule steht, dann heißt es, hat nur eine Note. Und ja, also frisch. Ein bisschen salzig, nicht stinkig, nicht vermodert, nicht algig, sondern eigentlich sehr clean. Weil ich es nicht metallisch finde, was mir bei vielen synthetischen Noten so geht. Insbesondere bei so Safran-Imitaten und so weiter. Aber ich finde den sehr angenehm. Der wird ganz oft auch in sehr beliebten Herrendüften verwendet. Hier das beste Beispiel ist natürlich Sauvage von Dior. Sorry, ich bin heute echt langsam im Kopf. Genau, und nicht alle Leute mögen das. Also Ambroxan, finde ich, ist so ein Hit und Miss. Manche Leute finden es total geil. Andere Leute
können es überhaupt nicht ausstehen, egal in welcher Dosierung. Und manche Leute, und da gehöre ich dazu, mögen es in der richtigen Dosierung. Also ich zum Beispiel mische ganz oft meine Lymyscula Po mit Ambroxan. Ich nehme dann, mache mir mein eigenes Gemisch und gebe dem Lymyscula Po so ein bisschen mehr Haltbarkeit. Das heißt, ich nehme einen Teil Ambroxan und zwei Teile Lymyscula Po. Weil Lymyscula Po ist ein sehr leichter Duft und der hat auch Ambroxan mit drin unten und das verträgt sich dann ganz gut. Ihr könnt aber auch jeglichen aquatischen Duft mit Ambroxan layern. Alles, was irgendwie frisch ist. Frisch passt auch gut zu aromatischen Düften. Also, wenn man irgendwo einen starken Lavendel drin hat, Salbei, Thymian, diese ganzen Geschichten, da finde ich, passt Ambroxan auch ganz gut dazu. Und Christian A. sagt, er riecht eine leichte Benzinnote. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, wenn man jetzt diese Assoziation nicht eingibt, dann glaube ich nicht, dass jemand sagen würde, es riecht nach Benzin. Also so hinten raus hat er irgendwie so, ich habe das Gefühl, wenn man auf einer Tankstelle ist und den Benzingeruch riecht und dann geht der Geruch weg, dieses letzte 1% vom Benzin, was man noch riecht, das riecht man hier vielleicht auch. Ah, die Monika datet mich ab. Liebe Lene, sag einfach Hutzbacker, wie alle meinen Namen in Deutschland aussprechen. Bin schon gewohnt. Richtige Aussprache ist schwierig. Ja, also ich mach's, wie du willst, gell? Das darfst du dir aussuchen. Ja. Okay, also Molecule 2, wie gesagt, ich denke, mehr gibt's dazu im Moment nicht zu sagen. Ich lege mir wie immer alle Proben auf ihren Streifen drauf für später, weil wir uns dann den Drydown auch noch anschauen werden. Und dann gehen wir, finde ich, gleich weiter zum, bleibst du liegen, zum zweiten Duft. Der zweite Duft, den kenne ich noch nicht und der heißt Eau du Levant von Créateur Mare. Créateur Mare. Das ist komisch, irgendwie Französisch und Italienisch gleichzeitig. Verwirrt mich. Egal, wir testen ihn jetzt und lasst uns noch nicht auf die Noten schauen. Lasst uns erstmal erschnuppern, was wir erschnuppern können und dann gucken wir auf Parfumo. Und kein Spoilern jetzt im Chat, ne? So. Ja, die Samira sagt, sie würde mal den Molecule zum Lasern probieren. Lasern mit Molecule. Okay. Also, der Eau de Levant. Ich mache ihn euch mal auf, damit ihr ihn seht. Soll ich eigentlich schon oder warte ich noch? Ich warte noch kurz. Also, was ich kriege, sehr, sehr zitrischer Duft. Sehr, sehr zitrisch. Mit ein bisschen Schärfe auch, vielleicht ein Ingwer oder so. Und von der Zitrik her würde ich sagen, es sind viele zitrische Noten. Es ist nicht eine Zitrus, der raussticht. Also weder, am ehesten vielleicht noch Zitrone, aber könnte auch Orange mit drin sein, könnte auch Grapefruit mit drin sein. Es ist irgendwie so ein Zitrusgemisch, habe ich das Gefühl, mit ein bisschen Ingwer. Das ist eigentlich, was ich kriege. Julia JPS sagt, den finde ich ziemlich salzig. Ich finde ihn nicht so salzig, muss ich sagen. Ich weiß schon, eigentlich der Name deutet ja schon darauf hin, aber ich versuche wirklich, mich nicht so sehr von den Namen beeinflussen zu lassen, sondern wirklich mehr nach dem zu gehen, was ich wahrnehme. Ich kriege irgendwie frischen Zitrus mit grünen Untertönen und ein bisschen Schärfe. Gucken wir mal nach. Nicht unschön. Also, gefällt mir ganz gut bis jetzt. Schauen wir mal, was die Noten sagen. Ah, okay. Hier. Zitrone, Bergamotte, Basilikum. Basilikum macht so ein bisschen diese aromatische grüne Frische, genau. Und den Vetiver kriege ich auch. Die Blüten sind mir komplett verborgen jetzt in der Eröffnung. Und Labdanum kriege ich auch null. Und Labdanum ist eigentlich eine sehr prominente, starke Note. Ach, der ist auch vom Gesa schön, genau wie der Molecule 2. Sarah Sophie hat gefragt, glaube ich, du hattest gefragt, weil du den Molecule 1 nicht riechen kannst. Das ist normal. Der Molecule 1 ist ähnlich
wie der Baccarat Rouge in dem Sinne, dass manche Leute riechen ihn auch gar nicht so auf dem Streifen. Man riecht ihn über die Sillage, wenn er einem zugeweht kommt. Aber da riecht ihn, glaube ich, fast jeder. Also da kann man ihn nicht verfehlen. Oft riecht man ihn an sich selber nicht. Ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube, irgendwas ist da drin, was einen relativ schnell die Nase taub werden lässt. Aber wenn man ihn bei anderen Leuten riecht, also ich rieche ihn immer extrem bei anderen Leuten und bei mir sehr viel dezenter, als er in Wirklichkeit ist. Aber es gibt auch Leute, die können ihn gar nicht wahrnehmen. Genau. Also ich würde sagen, der Eau de Luwant ist ein schöner, soweit. Warte noch, ob ich im Drydown vielleicht noch das Würzige vom Labdanum kriege. Ich bin gespannt. Aber vorerst ist der mal ganz okay. Schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Oh, als nächstes haben wir einen, der heißt Sel Marin von Healy. Sel Marin. Also Sel ist ja auch Salz, glaube ich. Meersalz heißt er eigentlich. Schauen wir mal. Okay. Tatsächlich mehrig. Ich muss mal umschalten, damit ich euren Chat wieder sehe. Mehrig, ein bisschen sogar leicht algig, würde ich sagen. Recht authentisch so gesehen. Also angenehm auch. Natürlich mit einer gewissen Synthetik. Also die Meeresdüfte kommen immer mit einer Synthetik. Bei manchen, finde ich, sticht es negativ raus. Bei anderen nicht. Der bis jetzt ist für mich sehr frisch und angenehm und angenehme Synthetik. Wobei er nicht so, also der Duft heißt Meersalz, oder ich glaube, dass er Meersalz heißt. Sel Marin. Er ist nicht hyper, also es ist jetzt nicht, als hätte man einen Schluck Meersalz im Mund oder so. Salz hält sich schon in Grenzen. Ja, grün, Christian, kriege ich nicht so sehr. Ich könnte es dir gar nicht sagen. Also, bisschen Aromatisches kriege ich. Mehr aromatisch als grün. Mehr, glaube ich, irgendwas Richtung Kräuter. Und Algen, ja. Max Mustermann riecht den puren Algensalat. Ich nicht. Ich rieche den Algensalat auch, aber nicht pur. Ja, trifft das Thema gut, finde ich auch. Schauen wir den uns mal an. Da ist er. Ah, tatsächlich, Algen ist die Hauptnote. Jod, ah, das macht wahrscheinlich das Salz. Und dann haben wir Zitrone, Bergamotte. Kriege ich beides nicht so sehr. Birke, Vetiver und Zeder. Also ich kriege fast nur die Herznoten jetzt im Moment. Aber es ist angenehm frisch, ja. Ist jetzt, glaube ich, was ich nur im Urlaub tragen würde. Kann mir das nicht vorstellen. Schauen wir mal, der Flakon sieht aber schön aus. Ups, seht ihr den so? So. Der gefällt mir ganz gut. Mit dem Anker vorne drauf. Ist ganz nett. Ja, also ich bin gespannt, wie der sich noch entwickelt. Oft bei den Aquaten entwickeln die sich einfach nicht schön. Der hier ist vielversprechend gerade. Also hätte ich gar nicht gedacht, weil Aquatik ist grundsätzlich nicht gar so meine Richtung. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die alle so, dass da jetzt noch keiner durchgefallen ist. Die sind alle noch im Rennen, sagen wir so. Dann haben wir Art 02 Volje di Mare. Schauen wir mal. Oh, ich merke jetzt schon, der riecht ganz anders. Okay. Okay, also das Meer bei dem Volje di Mare war definitiv mehr Nebenschauplatz. Da ist noch viel anderes los. Auch schon aquatische Noten, merke ich schon. Bisschen Salz. Was sehr herb, fast moosiges. Also ich würde mich nicht wundern, wenn da irgendwie Eichenmoos drin ist oder andere grüne Noten. Und irgendwie vielleicht Pfeffriges oder irgendwas Würziges ist da noch drin.
Caro sagt, der riecht für mich eher nach Wald und Tanne. Wow, okay, das kriege ich gar nicht. Wobei, kurz die Nase entspannen, kurz Nase entspannen, kurz einen Schluck Tee. Ivona schreibt, der ist tiefer. Ja, das finde ich auch, genau. Mir geht es oft so, die Aquaten sind für mich oft recht simple Düfte und wie du eben sagst, nicht besonders tief. Der hier ist schon tief. Aber auf Wald wäre ich da jetzt nicht gekommen. Jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal rein. So sieht der aus. Auch wieder Algen, Ingwer, irisch Moos. Ja, das war, was ich gekriegt habe. Und den Pfeffer. Tanne ist sogar auch drin, krass. Bin unentschlossen, was den angeht. Ich kann ihn nicht wirklich greifen. Ich finde ihn schon irgendwie interessant. Aber ist es einer, den ich tragen würde? Weiß ich jetzt gerade nicht. Schauen wir mal den Flakon an, ob der schön ist. Ja, geht. Kann man schon machen. Aber er hat eine sehr schlechte Bewertung. Hui, hui. Wie kommt die zustande? Sind allerdings nur 10, also können wir eigentlich vergessen. Schauen wir uns mal die Statements an. Hat nein, eine frische Brise. Saftiges Los. Noch ein unterbewerteter, ja. Ich finde ihn jetzt auch nicht so schlecht wie 6,8. Echt fruchtig. Fruchtig finde ich an dem gar nichts. Aromatisch-ozonisch trifft es schon eher. Weil er meint, er entwickelt sich nicht schön. So noch Holz. Ja, also mir ist er jetzt im Moment diesen Ticken zu moosig. Diese Note hier, dieses irisch Moos, das stört mich, glaube ich, gerade brutal. Habt ihr schon mal von der Dünentrichter-Narzisse gehört? Was ist denn das? Seerose ist auch mit drin. Habt ihr schon mal an der Seerose gerochen? Ich noch nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Keine Ahnung. Melly Propelli schreibt, ich habe Ähnlichkeit mit Anne Hathaway. I take it. Mit der verglichen zu werden, das nehme ich. So. Gut, jetzt legen wir die mal zur Seite. Ich glaube, das ist bis jetzt mein Least Favorite. Also der gefällt mir am wenigsten von allen bisher. Die legen wir jetzt mal hier rein. Mir geht langsam hier der Platz auf meinem Tisch aus. Aber ich habe nur noch einen Duft übrig. Und der heißt Mare Pacifico von Linari. Ich glaube, das ist auch eine italienische Marke. Also pazifisches Meer, nicht Mittelmeer. Bei Italien liegt er eigentlich im Mittelmeer. Gucken wir mal. Wobei, Pacifico kann auch heißen ruhiges Meer. Who knows? Werden wir gleich feststellen. Okay, also packt mich von Anfang an, glaube ich, jetzt am meisten. Weil es überhaupt nicht so ist wie die anderen Düfte. Ich weiß gar nicht, ob er mir so gut gefällt, aber er ist definitiv so sehr interessant. Kann gar nicht sagen, was ich bekomme. Also viel Synthetik. Viel Synthetik und ich habe das Gefühl, viele holzige Basisnoten. Schon was Frisches. Ich würde auch sagen, ozonische Noten. Ist echt krass synthetisch. Also. Ja, Neroli ist eine gute Theorie, Julia. Das schauen wir gleich nach. Monst schreibt, ich habe mal mit 9 an der Seerose gerochen, mich dabei glatt verheddert und sie roch nach Dung. Oha. Ja, es gibt echt Blüten, die stinken. Also auch Margariten zum Beispiel riechen ja richtig schlimm. Für mich auch Kamillen, der Geruch von Kamillen ist für mich auch echt ein No-Go. Warum würde man denn Seerose als Kunstnote reinschreiben, wenn Seerosen nicht gut riechen? Ja, also ich weiß nicht, der ist hypersynthetisch. Jetzt gucken wir uns mal an. Mare Pacifico.
Ah, Kalone. Die Kalone machen es. Die Kalone sind die aquatischen Noten. Meeresnebel. Das trifft es gar nicht schlecht, muss ich sagen. Der hat schon was Nebliges irgendwie. So, du versuchst irgendwas zu erkennen in diesen Noten und es ist echt schwierig. Zypresse kriege ich ein bisschen. Moschus, ja. Ich habe keine Ahnung, was Kephalis ist. Was bist denn du? Kephalis. Nichts. Der Maurice Roussel, der Parfümer, den kennt man aber schon. Ich krieg so ein bisschen Rose Patchouli-Hintergründig, aber wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Also, wenn ich sie geschrieben sehe, dann ja. Schauen wir mal, ist der Flakon schön? Na, geht so. Ja, da muss ich. Bei so ein Bild sagt mir immer gar nichts. Ich muss mal. Ich schalte jetzt mal auf einen anderen Duft um und schaue, ob es da Community-Bilder gibt, wie der in Real Life aussieht. Qualität so lala. Ja, okay. Design. Mittelgut. Für die Karo ist er seifig. Ja, das stimmt. Ich kriege auch was Seifiges. Ivona schreibt, von allen finde ich den am schlechtesten. Ich bin nicht sicher, ob ich den am schlechtesten finde oder den Volier, die Mare. Ja, die sind gleich auf bei mir. Also ich bin jetzt bei beiden nicht super begeistert im Moment. Del Torres fragt, riecht man das Birkenblatt? Würde mich an Sauna in Finnland erinnern. Eigentlich ein total cooler Duft. Nee, ich riech's nicht raus. Also. Nee. Keine Ahnung. Schauen wir uns nachher an, wenn er getrocknet ist. Aber das war jetzt mal spannend auf jeden Fall. Okay. Da sind wir durch. Sarah Sophie schreibt gar nicht mal so schön. Moment, jetzt habe ich hier. Über was redet ihr? Keyali? Digital Works, du kennst dich voll aus mit den Noten, gell? Du hast immer echte gute Infos über die Produktionsprozesse, kennst dich mit Noten aus, was machst du beruflich? Wenn du es sagen magst, musst du nicht, aber. Er schreibt, Kephalis ist leicht Amber mit Holz und Tabak. Hätte ich jetzt da auch nicht draus gerochen, muss ich sagen. Christian A. schreibt, mein Favorit ist der Eau de Luvan bisher. Ich glaube, meine auch. Ja, der ist richtig schön. Der zitrische. Mit dem Basilikum. Sehr nett. Sehr nice. Und natürlich mag ich den Molekül 2 total gern. Aber gut, okay. Dann legen wir es jetzt für den Moment zur Seite und wir schauen nachher nochmal vor Ende, wie sich die Düfte im Drydown entwickelt haben. Okay, jetzt muss ich noch eine kleine Durchsage machen. Ich wollte eigentlich eine Insta-Story machen, aber. Ich würde jetzt gar nicht sagen, ich bin so faul, aber ich habe echt nicht die Zeit gehabt die letzten Tage. Und zwar, wen es interessiert, ich habe jetzt bis zum 15. September einen Code mit L'Orchestre Parfum. Der heißt Leni10 und ihr kriegt 10% Rabatt. Der geht nur noch bis 15. September. Eigentlich ging er nur bis 31. August, aber 31. Juli, aber ich war so lazy, den zu bewerben oder ich habe es einfach nicht gemacht. Dass sie gesagt haben, sie verlängern ihn nochmal. Das heißt, FYI, falls ihr sowas haben wollt wie den Liqueur BPM oder den Ombre Cello oder den Flamenco Neroli oder einen der anderen, die auch fast alle schön sind von denen. Was gibt es noch? Den Piano Santal. Dann habt ihr jetzt noch bis zum 15. September die Chance, das für günstig zu tun. Ah, Mr. Digital Work schreibt, ich bin UX-Architect by day. Hobby-Parfümeur at night. Das ist cool, echt. Ja, UX-Architekten sind echt verdammt wichtig. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, in Italien gibt's keine von denen, weil jede italienische Website ist von der Usability her wirklich grottenschlecht. Richtig schlecht. Also Italien, ich weiß nicht, was da los ist, aber die haben da irgendwie, sind nicht mit auf den Zug gesprungen. Die haben zwar mal das neueste Handy haben sie immer, aber wenn du da auf die Webseiten surfst, egal was du suchst, ist immer
ist immer schwierig, schwierig. Nie mobil optimiert und so richtig. Ah. Oh, der Rico gibt einen guten Tipp. Der Russian Tea von Musk Milano versetzt mich immer nach Finnland in einen Birkenwald mit Sauna. Schön. Fabian ist da, grüß dich. So, Anna Kalimero schreibt, bist du etwas erkältet? Etwas, ganz leicht. Nee, ich bin richtig schlimm erkältet. Und ich hoffe jetzt echt, dass ich bis zu unserem Urlaub wieder fit werde. Weil für eine vierköpfige Familie zu packen für 2 Wochen ist kein Spaß. Da brauche ich mein Hirn dabei. TechMix schreibt, ich wollte auch mal ein Parfum herstellen. Als ich aber Spritzen und geruchlosen Alkohol haben wollte, hat die Apothekerin mich schief angesehen. Ach, wieso? Das kann ja auch zum Schnapsbrennen sein oder so, oder? Fragt, hast du den City of Stars mittlerweile probiert? Das ist der Louis Vuitton, richtig? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Danke für die gute Besserung, Anna. So, okay. Susi N. fragt, wohin fahrt ihr in Urlaub? Wir fahren nach Oberbozen, also sprich nicht Bozen City, sondern 1000 Meter höher auf dem Berg. Oberbozen ist das Beste aus beiden Welten. Weil Bozen ist ja immer recht heiß. Da hat es jetzt um die Zeit schon mal auch 40 Grad, wenn es blöd geht. Das ist so ein Talkessel, da wird es immer super heiß. Und auf dem Berg, wenn du 1000 Meter höher bist, hast du eigentlich immer angenehm. Also da kannst du eigentlich nicht zu heiß haben, was ganz cool ist, weil dann kannst du auch wirklich tagsüber was unternehmen, Wanderungen machen und so. Und das Tolle an Oberbozen ist, da geht eine Seilbahn weg, direkt ins Stadtzentrum. Also du steigst oben auf dem Berg in die Seilbahn und dann fährst du 10 Minuten und dann bist du in der City. Das heißt, du brauchst dann nicht mal irgendwie mit dem Auto den Berg, die ganzen Serpentinen runter, sondern hast es einfach chillig vor der Tür sozusagen. Genau. Agnes Lydia fragt, habt ihr schon den Moonlight von Panadora getestet? Der ist toll. Ja, ich habe den sogar schon im Stream hier getestet. Und jetzt kommt bald ein Video raus. Entweder ist es das nächste, das übernächste oder das überübernächste. Aber ich habe kürzlich erst eins mit ihm gedreht, deswegen weiß ich das. Und da gibt es dann detaillierten Review. Ah, du hast einen Brief geschickt. Richtig, ich erinnere mich. Oh shit. Doch, der ist angekommen. Der ist angekommen. Mensch, wo habe ich denn den? Normalerweise lege ich mir diesen... Moment, ich muss kurz in meinen Schrank staunen. Vielleicht habe ich ihn hier deponiert. So mache ich es normalerweise, wenn ich irgendwas von euch zugeschickt kriege, dann mache ich es da rein. Es sei denn, es ist jetzt so eine... Ja, es sei denn, ich vergesse es. Ich muss kurz schauen. Moment. Ich guck mal. Also ich habe hier ein Säckchen gefunden. Hast du das in einem Self-Riches-Säckchen gesendet? Das habe ich noch hier. Die habe ich auch noch nicht durch. Nee, das war vom Anton, glaube ich. Stimmt, der Anton. Ah, Mensch, Hannes, es tut mir jetzt sehr leid. Der ist noch irgendwo. Der ist sicher irgendwo. Ich muss ihn nur finden. Ich habe ihn jetzt leider nicht parat. Noch irgendwas? Ja. Sorry, es dauert jetzt zu lang, das zu suchen. Und es kann auch sein, dass es noch oben im Büro liegt. Es tut mir jetzt echt leid. Aber ja, ich habe es bekommen. Es wird wieder auftauchen. Hoffentlich dann im nächsten Stream. Tut mir leid. So, dann packen wir das da rein. Aber dann machen wir doch jetzt weiter mit den neuen Düften. Beziehungsweise ich habe heute nur einen neuen Duft.
Anton schreibt, es wird mal Zeit, dass du die Oma und Janes testest. Ja, das können wir nachher noch machen. Auf die bin ich auch gespannt. Habe ich mir extra aufgespart für den Stream. Ich habe einen neuen Duft, der heißt Halloween Man Mystery. Der ist so fresh, dass der zumindest heute Nachmittag noch keine einzige Bewertung auf Parfumo hatte. Und den schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ich glaube, der ist relativ... Oh, jetzt will ich nicht zu viel sprechen. Ich überprüfe das kurz, aber ich glaube, dass der relativ günstig ist. Für 40 Euro kriegt man ihn. Und dann gucken wir ihn uns jetzt mal an. So dann. Halloween. Da. Das ist ja, aus der Halloween-Reihe gibt es ja einen Haufen Flanker. Der Flakon ist noch jungfräulich. Ich habe die First Impression jetzt für euch aufgespart. Okay. Also, er ist recht angenehm. Sehr gefällige DNA. Lavendel, Pfeffer. Bisschen fruchtig, Patchouli. Bisschen erdig. Also eigentlich nicht schlecht. Also schon ganz okay. Auch gar nicht mal so synthetisch, obwohl hier diese Cosmo Fruit im Herzen raussticht. Habe ich mir denn überhaupt schon meine Sammlung aufgenommen hier? Ja, habe ich. Gut. Genau, also der ist ganz neu. Der erinnert mich aber schon an... Genau, der geht so ein bisschen Richtung Acqua di Gio. Er ist so ein bisschen frisch, ein bisschen... Nicht direkt aquatisch, aber so ein typischer Büroduft eigentlich. Ich frage mich, warum der Mystery heißt, weil so mysteriös finde ich ihn nicht, aber auch nicht schlecht. Der hat durchaus schon Büropotenzial auch, weil der ist super angenehm. Der ist super angenehm. Also ich glaube, Leute, die so ein bisschen auf Acqua di Gio stehen oder vielleicht auch auf die alte Invictus-DNA, der müsste denen gefallen. Sehr angenehm, da sticht jetzt echt gar nichts Unangenehmes für mich raus. Und es ist einer, wenn ich den jetzt an jemandem riechen würde, würde ich sagen, passt, er hat ein Parfum an und es ist angenehm. Also es ist nicht die Erleuchtung im Hinblick auf total was noch nie gerochen oder so, aber es ist für mich mal ein gut gemachter Duft. Hier stehen zwei Patchouli-Noten, sehe ich gerade. Indonesisches Patchouli und Patchouli. Weiß nicht genau, warum es zwei gebraucht hat. Ich bin gespannt auf diese Haselnuss, ob die noch kommt. Krieg's jetzt im Moment noch nicht, aber können wir auch später nochmal schauen. So, das war der Halloween Man Mystery. Ups, da ist aber ganz schön was vorwärts gegangen im Chat. Muss mal kurz aufholen. Miss Lydia fragt, was haltet ihr von den neuen Destination-Düften? Ich habe die noch nicht getestet. Ah, Maddie fragt, kennt jemand einen ähnlichen Duft zu Sea Fiori? Ja, da haben sie jetzt eingestellt, ne? Ach, Kerstin schreibt, ich habe den Awake noch nicht in meine Sammlung aufgenommen. Das kann aber nicht sein. Ist das so? Moment. Ich muss immer schauen, dass meine Sammlung up to date ist. Ich verliere sonst komplett den Überblick. Ja, Tatsache, habe ich echt noch nicht. So. Oh, Chris hat wieder eine Mitgliedschaft verschenkt und die Sarah Sophie hat es erhalten. Danke, lieber Chris. Toll. Und Elias ist jetzt Supporter. Elias ist gerade Mitglied geworden. Kann das sein? Dankeschön. Der Elias ist ja auch ein Moderator hier. Schaut, dass hier im Chat alles mit rechten Dingen zugeht.
Die Laura Pepinot fragt, wird es noch mehr Videos zu den Seriencharakteren geben? Suits war schon ein toller Anfang. Ja, also, I'm proud to announce, ich habe jetzt das Succession-Video abgedreht. Also das nächste Serienvideo, was kommen wird, ist über Succession. Und das war eine harte Entscheidung für mich, das zu machen, weil das Video wahrscheinlich keine Sau anschauen wird, weil Succession nicht viele Leute gesehen haben bisher und ich wahrscheinlich null Klicks kriegen werde auf das Video. Und deswegen war ich irgendwie, habe ich mir gedacht, eigentlich dürfte, wenn ich wirklich rein auf Kanalwachstum aus wäre, dann dürfte ich solche Sachen eigentlich nicht machen. Deswegen an alle, die ihr jetzt zuschaut, wenn es rauskommt, bitte schaut's an, tut's für mich. Wenn es euch nicht interessiert, ihr die Serie nicht kennt, lasst im Hintergrund durchlaufen, gebt einen Daumen hoch, wie auch immer. Weil irgendwie konnte ich nicht aus meiner Haut. Ich finde die Serie so geil, das ist einer der bestgeschriebenen Serien, die ich je gesehen habe. Also ich glaube, in meinen All-Time-Top-3-Serien ist es drin. Also ich würde sagen, Peaky Blinders, The Good Wife, Succession, das sind drei perfekte Serien. Und ich weiß nicht, auf so vielen Ebenen ist es genial. Und ich habe mir im Anschluss, als ich fertig war mit der Serie, sogar noch den Podcast angehört, komplett. Und ich weiß nicht, also hat mich fasziniert, noch über Wochen hinaus, als die Serie zu Ende war. Und wer es nicht weiß, Succession, da geht es um einen Medienmogul, also eine Familie und mit einem Patriarchen, das ist ein Medienmogul, so ein bisschen den Murdochs nachempfunden. Und der ist aber jetzt schon alt und es geht darum, wer die Nachfolge übernimmt. Und es geht um die Strategien und Intrigen, die die ganzen Geschwister und natürlich auch die ganzen Leute in der Peripherie alle fahren. Und es hat mir so unheimlich Spaß gemacht, dieses Video zu drehen. Also ich weiß schon, der Edit wird Horror, aber es war wirklich, ich hatte echt Spaß an dem Tag und ja, ich freue mich drauf. Und ich werde es wahrscheinlich im Urlaub editieren müssen jetzt dann. Also wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt schauen. Das ist die Nummer 1 Empfehlung von mir. Ihr müsst Succession anschauen. Genau. Albert Bär schreibt, hast du schon mal Acqua di Sale von Profumo Roma getestet? Ja, habe ich. Ist ein sehr gut gemachter Duft. Oh, Xali schreibt, ich habe mir auf deine Empfehlung hin The White Lotus angeschaut, war begeistert. Wie wäre es mit einem Video, in dem du Düften den Charakteren zuordnest? Ja, White Lotus würde ich auch super gerne machen. White Lotus reizt mich auch total. Aber in meiner Insta-Umfrage, welche Serien ich machen soll, war White Lotus so weit hinten, das hat irgendwie auch noch niemand gesehen. Deswegen, wenn ihr mit Succession fertig seid, schaut euch bitte White Lotus an. Lena W. schreibt, toll, dass du auch für ein spezielleres Publikum Content produzierst. Kenne es nicht, schau es aber gerne an. This Is Us wäre auch so cool. Ja, This Is Us wäre auch toll. This Is Us kann ich mir gut vorstellen, mal zu machen. Ja, This Is Us kommt auf die Liste. Ich liebe die Serie. So. Konzmann schreibt, für Klicks müsstest du jetzt dringend die Witcher-Charaktere senden. Ja, ich weiß schon. Oder halt irgendwie sowas machen wie Emily in Paris oder was ist denn gerade noch in? Keine Ahnung. Inspiriert mich mal. Schreibt mal ein paar Vorschläge in den Chat. Christian A. schreibt, ich suchte gerade Haus des Geldes durch. Ja, ich habe das mal angefangen. Das hat mich irgendwie nicht gehuckt. Ich habe da 4 Episoden angeschaut und dann war es mir irgendwie langweilig. Hab ich auch gewundert, weil eigentlich die Story ist cool. Und die Amelie schreibt Handmaid's Tale. Ich sag euch was, Leute, solche Sachen wie Handmaid's Tale kann ich nicht anschauen. Da bin ich zu zart beseitet dafür. Das ist echt, also so dystopische Geschichten halte ich nicht aus. Da bin ich dann die ganze Zeit nur am Heulen. Das taugt mir nicht. Nee. Euphoria. Euphoria habe ich noch nicht gesehen. Gossip Girl. Ja, Gossip Girl ist ein bisschen ausgelutscht. Es gab ja ein Reboot von Gossip Girl. Gossip Girl 2 oder so. Und es ist so gefloppt, so sehr gefloppt, dass man hier fast noch überhaupt nichts davon gehört hat. Ich wette, die Hälfte von euch hat es auch nicht gehört, dass es das gibt. Er fragt, ist die Messe in Mailand auch für Privatpersonen geöffnet? Ja, ist sie. Die geht immer von Donnerstag bis inklusive Sonntag. Und Donnerstag und Freitag sind für die Leute aus der Branche nur. Und Samstag, Sonntag ist für alle offen.
Oh, Melly Propelli schreibt, Serie 1899 ist auch total gut. Fesselnd, atmosphärisch. Sehe ich ganz genauso. Fand ich genial. Problem an der Serie ist, es hat mit einem riesen Cliffhanger aufgehört und dann haben sie sie eingestellt. Das heißt, ich würde sie jetzt nie jemandem empfehlen zu schauen, weil es ist halt irgendwie sehr unbefriedigend. Bridgerton, ja. Bridgerton habe ich ein bisschen Problem, weil das ist halt aus einer anderen Zeit und die sind alle irgendwie gleich. Also da gibt es zu viele ähnliche, glaube ich, weiß nicht genau, wie es machen wird. Fällt mir sehr schwer, da zu differenzieren, weil die Leute aus einer Familie da meistens irgendwie alle gleich aussehen und die gleichen Farben tragen und irgendwie die gleichen Sachen machen, deswegen, ja. Sex in the City, ja genau. Peaky Blinders, das ist auch schwierig, weil die halt alle, ich habe das Gefühl, die riechen alle nicht gut. Der Thomas vielleicht. Halbwegs, aber jetzt so ein Arthur, was mache ich da? Nehme ich da einen dreckigen Schießpulver-Tabakduft? Also das ist irgendwie, das ist dann zu gimmicky. Da ist irgendwie nichts, was man als Zuschauer irgendwie rausziehen kann. Obwohl ich schon Lust hätte, das zu machen. Downton Abbey, ja, gleiches Problem wie mit Bridgerton. Pose, schreibt der David. Pose habe ich nicht angeschaut. Soll aber gut sein, ne? Wednesday, How to Get Away with Murder, Leute. Das war, finde ich, die bescheuerste Serie aller Zeiten. Ich verstehe nicht. Also Viola Davis, ja, hat schauspielerisches Talent, aber ich fand sie so schrecklich in dieser Rolle. So total over the top, total overacted, total unglaubwürdig und irgendwie, sie war gefühlt die ganze Serie immer nur so und so. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich fand es super schräg und die Story war schlecht und es war schlecht geschrieben und war der Erfolg dieser Serie hat sich mir nicht erschlossen. Anton Huber schreibt auch, Pose ist so toll. Ja, schauen wir mal. Barbie vs. Oppenheimer. Ja, Oppenheimer habe ich noch nicht angeschaut, weil ich will unbedingt im Kino sehen. Und es ist aber relativ unmöglich für mich ins Kino zu kommen, wenn ich nicht alleine gehen will. Und ich wollte ihn gerne mit Julius anschauen, aber ich muss noch einen Babysitter holen. Und der geht ja ewig, ne? Der geht über 3 Stunden. Aber ich liebe Christopher Nolan und ich werde ihn definitiv noch anschauen. Ozark, schaut Techmix, ähnliches Problem wie mit White Lotus. Es hat nicht so viele Leute gesehen. Auch wenn die Serie sehr gut war. Walking Dead, genau. Für die Zombies. Jetzt machen wir mal eine kleine Umfrage zwischen euch hier. Was wollt ihr denn sehen am liebsten? Peaky Blinders. White Lotus. Bridgerton. Was war noch? Was hatten wir noch? Harry Potter habe ich schon gemacht. Und Ozark. Lasst mich mal wissen. Nochmal Harry Potter, schreibt die Kerstin. Genau. Ja, Harry Potter haben wir schon gemacht und ich bin auch total zufrieden eigentlich mit meiner Wahl immer noch. Ich glaube, das haben wir ganz, ohne mir jetzt auf die Schulter klopfen zu wollen, aber ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Die anderen Charaktere, ja. Ganz ehrlich, ich war mit der Performance des Harry Potter Videos enttäuscht. Ich dachte irgendwie, das würden mehr Leute anschauen, weil Harry Potter ja auch unglaublich, also Harry Potter kennt irgendwie jeder und ich war dann wirklich erstaunt, dass das so wenig Leute interessiert hat. Zumal es ja noch ein Video mit der Jasmin war, also eigentlich doppelt so interessant, aber ja, es ist halt, die Frage ist doch immer, wem schlägt YouTube das vor, ne? Und Leuten, die sich jetzt für Düfte interessieren, interessieren sich nicht zwingend für Serien auch. Sense8, ja. Die habe ich auch angeschaut. Also hier gewinnt, oh wow. White Lotus vor Peaky Blinders. Das hätte ich nicht gedacht hier in der Umfrage. Schaut an. Haben aber erst 72 Leute abgestimmt. Es sind hier 280 Leute im Stream. Los, abstimmen. Jetzt schauen wir mal die nächsten Düfte an. Die Monika hat mich gebeten, die
Der Harmonist Düfte zu besprechen. Und das machen wir jetzt mal. Das sind fünf Stück, die lassen sich gut testen. So. 86 Leute abgestimmt. Na gut, lass uns mal so stehen. Also das Ergebnis ist das, ne? 37 für White Lotus. Vielleicht. Ozark interessiert niemanden. Okay, The Harmonist. Die Monika hat mir einen ganz süßen Brief dazu geschrieben. Und zwar... Moment. Die Marke ist auf Basis von Feng Shui. Ich mache euch die mal auf, Parfum, damit ihr seht, worüber ich spreche. So sieht die aus. Und im Vordergrund stehen die Elemente, also Wasser, Holz, Metall, Feuer, Erde. Und es geht um Yin und Yang. Und manche von denen sind weiß, manche sind schwarz und einer ist golden. Das ist, mit dem Golden ist, glaube ich, eine andere Collection. Eine Prequel Collection. Heißt Sun Force und Moon Glory. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Vielleicht mit Metal Flower. Hier. Schauen wir mal. Die Jessie schreibt, sie hat mich über das Harry Potter Video gefunden. Immerhin. Dann hat sich's voll gelohnt. So, also. Metal Flower. Rose. Dieses Rosenoxid. Ich sag euch, mit dem kann ich nichts anfangen. Das ist immer so. Das macht, ja, genau. Das macht nämlich das Metallische in Metal. Und die Aldehyde. Aldehyde plus Rosenoxid ist gleich Leni, gefällt es nicht. Schade. Der Rest riecht nämlich eigentlich ganz gut. Da ist noch eine schöne Rose mit dabei. Langilang, ja. Aber der ist jetzt instant durchgefallen, leider. Wie gesagt, weil ich einfach kein Rosenoxid-Fan bin. Du kommst wieder weg. Da schaue ich mir auch den Drydown gar nicht an. Weil dafür ist die Zeit zu kurz. So, der nächste wäre der Feuerduft. Hypnotizing Fire heißt der. Okay. Der ist nice, ja. Geht in Richtung By the Fireplace. Wo habe ich dich denn? Hier. Genau, die Gewürznelke und der Pfefferbaum. Da kommt die Pfefferbombe und dann hat man diese gourmandigen, nicht Untertöne, sondern Übertöne mit der Praline, Vanille. Schön harzig. Oh, der ist richtig schön. Bewertung. Zu Recht. Gefällt mir sehr gut. Auch das mit dem Patchouli gefällt mir gut. Der ist richtig gut. Aber ihr müsst diese starken Gewürze abkönnen und den Pfeffer, ähnlich wie bei The Fireplace. Der ist sehr, sehr intensiv, aber auf eine sehr schöne Art. Die Vanille kommt wunderbar. Praline kommt schön. Sehr gut. Der gefällt mir sehr gut. Ich will den auch wieder weg. White Lotus läuft übrigens auf Amazon Prime. Das könnt ihr euch dort holen. Achso, nee, ich wollte noch nicht die Sonne. Machen wir zum Schluss diese Special Collection. Dann haben wir jetzt noch Sacred Water. Also heiliges Wasser. Die Elke ist zu spät. Harry Potter Video, ja, kannst du anschauen. Ist auf meinem Kanal. Ungefähr vor einem Jahr, glaube ich, habe ich das gemacht mit der Jasmin. Gibt zwei Teile. Oh, der erinnert mich brutal. Der Sacred Water erinnert mich brutal an irgendwas. Ein Designerduft. Der erinnert mich ein bisschen an Jador. Nicht nur ein bisschen. Der erinnert mich ein bisschen an die alte Version von Jador. Moment, ich mache ihn euch auf.
Hat eine super grottige Bewertung. Das ist für mich der Vintage Jador. Wein. Monika, gib mal deinen Senf dazu hier im Chat. Sag mal, welcher gefällt denn dir am besten von denen? Magnolie riecht stark raus, zitrig, ja. Ich finde nicht so schlecht, wie er hier bewertet ist. Aquatisch grün trifft es ja mal gar nicht. Der ist nicht aquatisch. Also er hat schon diese Frische, aber er ist jetzt nicht salzig oder irgendwas. Er ist floral. Muss ich mal schauen, was ihr sagt. Ja, sonst sag ich schon Jury Duty machen. Ja, das wäre echt witzig. Aber das kennt wirklich keine Sau. Keine Sau, die nicht mein Video dazu angeschaut hat, kennt es. Also ich finde den Sacred Water nicht so schlecht. Ja, er ist synthetisch, ja, er ist gefällig, ja, er ist merklich Designer irgendwie. Aber der Vintage Jador hat halt einen Platz in meinem Herzen und deswegen kann ich den nicht schlecht finden. Okay, interessant. Und dann haben wir jetzt noch diese Prequel Collection. Moment, fehlt da jetzt nicht einer, weil den Holzduft hatte ich jetzt noch nicht dabei. Einer von? Nee. Ich glaube, dann war der Holzduft nicht dabei. Jetzt machen wir mal den Sun Force. Da erwarte ich jetzt Ozonisches. Tatsächlich sehr sonnig. Sehr sonnig. Und so ein bisschen. Mein Handy vibriert. Ich krieg dann immer fast Herzinfarkt und muss schauen, ob wir ausgefallen sind. Ja, ist gut. Komisch. Moment, nee. Muss nur mal kurz zurückschauen. Gut. War lustigerweise der Marcel, der gerade geschrieben hat. sehr schöner Duft. Kardamom kriegt man gut, Weihrauch kriegt man. Bisschen Safran, die Rose. Das ist so, das sind die Sachen, die ich krieg. Von der Beschreibung steht jetzt hier würzig, süß, harzig, holzig, cremig. Ja, stimme ich überein. Also, ich finde, die Noten sind sehr aussagekräftig hier. Chris hat schon wieder Mitgliedschaft verschenkt. Vielen Dank, Chris. Das ist ein schöner, der gefällt mir. 7,6 finde ich unterbewertet. Den tragen jetzt 60% Männer und 40% Frauen. Ich weiß nicht. Ja. Schon Unisex, ja. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Und jetzt Moonglory. Das ist jetzt der letzte. Nee, nicht meins. Der hat irgendwie eine krasse Honignote. Frucht? Was bist denn du? Ja, genau, der Honig. Boom. Also der ich liebe ja Honig eigentlich. Aber der ist ziemlich überpowernd. Was für Leute, die sehr auf süße Düfte stehen. Aha, hier steht es eh auch. Gefällt, wenn dir La Capitale gefällt, wenn dir Baccarat Rouge gefällt. Genau, das ist die Crowd für den. Wobei, ja, wenn so die ersten paar Sekunden mit dem krassen Honig geflogen sind, dann fängt an, sich einzunorden.
Interessant ist auf jeden Fall. Ich gebe ihm noch eine Chance. Er wird besser. Schreiben dann die Leute. Der Mensch streamt gar nichts Edles, Nischiges. Eher profan, zu teuer. Ich denke, das könnte schon von jemandem der Duft des Lebens sein. Weil die sagen jetzt alle richtig so hochwertig. Daran scheitert es bei mir gar nicht so sehr. Ich bin nur nicht jemand, der das Übersüße so mag. Ich finde nicht, dass der nicht hochwertig riecht. Ich muss sagen, ich bin kein Fan vom Flakon-Design. Die finde ich tatsächlich nicht so toll. Aber gut, jetzt okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Monika schreibt, ich habe mir den Yin Transformation gekauft, aber leider keine Probe von dem. Hypnotizing Fire ist auch mein Favorit. Ja, der ist echt schön. Er wird, aha, der Hypnotizing Fire, wenn er sich ein bisschen setzt, ist er nicht mehr ganz so gourmandig. Also er ist ein Ticken weniger süß als bei The Fireplace. Hat ihn eigentlich noch niemand verglichen mit dem. Echt jetzt? Ach komm, dann machen wir das. So. Ja, er wird ein bisschen herber, ein bisschen pfeffriger, würziger hin. Der bei The Fireplace wird ja immer süßer, immer vanilliger. Und der wird ein bisschen würziger, ja, schärfer. So. Ja, der Vanille-Leather, ich weiß nicht, was mit dem ist, ob die da Lieferschwierigkeiten haben, aber im FX Miller habe ich ihn noch nicht gesehen. So, jetzt ist schon 9:30, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns... Oh, ich muss husten, sorry. Schauen wir uns den Drydown von dem Probenset noch zu Ende an. Und dann testen wir vielleicht noch ganz zum Schluss die zwei Ormond Janes vom Anton. Viel drin in dem Sackel hier. Und wo ist er denn? Hier. Okay, die zwei schauen wir uns dann an. Das ist einmal der Ormond Man. Den habe ich sogar, da habe ich sogar schon mal ein Review auf meinem Kanal. Von dem gibt's. Der Review ist allerdings nicht von mir, sondern von einem spanischen YouTuber, mit dem ich mal eine Kollaboration gemacht habe. Und das hier ist der Nawab of Oud. Den werden wir uns dann auch noch anschauen. Tun wir jetzt mal raus hier. Und dann gehen wir wieder zu unserem Probenset. Gut. Dann los geht's. Ja, finde und wie sie liegen. Ich weiß nicht, ob das die Reihenfolge von vorher ist, aber es ist nicht so wichtig. Und zwar, ich habe hier den Sel Marin. Der hier. Und der gefällt mir jetzt tatsächlich nicht mehr. Zu viel Algensalat. Ist nicht schön runtergetrocknet. Merke, ja. Zu monoton irgendwie für mich. Gefällt mir nicht mehr so gut. Dann der Eau de Levant. Das war ja unser Favorit, glaube ich. Richtig schön. Der ist richtig schön. Also, ich mag, der ist immer noch zitrisch, der ist immer noch frisch. Ich merke immer noch keinen Labdanum, um ehrlich zu sein. Er ist sehr leise geworden. Also, ich denke, vom Verlauf her verläuft er nicht sehr stark. Ich denke, er ist sehr linear. Aber er bleibt wunderschön. Also, ich würde jetzt mal behaupten, das, was ihr am Anfang kriegt, ist auch mehr oder weniger, wie er dann runtertrocknet. Ja, gefällt mir sehr gut, der Eau du Levant, Créateur Mare. Habe ich nie gehört, die Marke. Dann haben wir hier
Molecule 2, das kennen wir alle. Molecule 2 ist schon echt ein Kracher, gell? Riecht einfach gut. Ambroxan ist schon eigentlich fein. Ich mag es nach wie vor. Brauche jetzt nichts dazu sagen, weil das wisst ihr alle, wie ich die finde. Und dann haben wir hier den Amare Pacifico. Ich glaube, das war mein Anti-Favorit. Ja, ich bleibe bei meiner Meinung. Das ist, glaube ich, den ich am wenigsten mag. Zu synthetisch, zu algig, zu meeresnebelig für mich. Und dann zu guter Letzt haben wir noch den Folie di Mare. So denn. Hier. Jetzt auch ein bisschen Wald. Aber ich finde ihn jetzt nicht super waldig. Eher so ein bisschen wie wenn man Tannennadeln treibt. Eher das, was man dann riecht, weniger den Geruch des Waldes an sich. Aber ich habe auch viel Algen und ich kriege dieses immer noch diese irische Moosnote. Die will nicht weggehen. Die gefällt mir einfach nicht. Finde ich nicht gut. Nee, muss man nicht kennen. Gut, dann habe ich jetzt noch eine Sammlung kurz. Das hätte ich beinahe vergessen jetzt. Eine Sammlung haben wir, und zwar die von der Serai. Seht ihr da gut? Okay, also. Wir sehen einige Jo Malones. Wow, ich glaube, ich habe noch nie so viele Jo Malones in der Sammlung gesehen. Ich sehe leider nicht genau, was alles ist. Puh. Also, das ist Nectarine Blossom and Honey. Das ist English Pear and Freesia, Wood Sage and Sea Salt. Und was bist du hier? Kann ich nicht lesen. Aber diese Jo Malones sind alles schön. Sind halt so überteuert, weil die keine Performance haben. Der Freesia und Cotton. Also auf Fräsie scheint diese Reihe zu stehen. Dann haben wir hier diesen neuen J'adore, der ohne Alkohol ist. Und das hier, was ist denn das? Sieht mir aus wie ein MAC-Duft, kann das sein? Das ist ein MAC-Duft? Falls du im Chat bist, schreib es bitte rein. Dann haben wir hier zwei Tom Fords. Oh, sogar beide Versionen, krass. Oh, da musst du ihn aber gern haben. Das ist so, auch so ein, eigentlich ein sehr schöner Sommerduft. Dann haben wir hier ein Weißblüher, was Sauberes. Hier diese drei, die sagen mir nichts. Das scheint hier irgendein Klassik- bzw. Label-Flanker zu sein. Das Ding hier habe ich noch nie gesehen. Roberto Cavalli, den habe ich mal gerochen, glaube ich, aber nicht mehr im Gedächtnis. Mont Guerlain, sehr schön. Elisable Parfum, mit dem konnte ich überhaupt nichts anfangen. Das war ganz schrecklich für mich. Der Lanterdie ist der Hammer. Der hat so eine schöne geröstete Sesamnote. Richtig ein schöner, verführerischer, sexy Gourmand. Das hier weiß ich nicht, was das ist. Marlena schreibt, der rosa Flakon ist Mavi von Boss. Meinst du den hier? Mhm. Pfeff Delicieux, jetzt wird's teuer. Montal, Rose Masque, das sind ja hauptsächlich Gourmands. Oh, okay, cool. Cure d'Orion, das ist der Cure Beluga-Klon, aber in sehr High-End. Und Vapeur Diablotin ist ein absoluter Hammermörder, geiler Duft. Das ist so ein totaler Bam-Duft, der ist so ledrig, würzig, leicht animalisch, aber auf eine sehr gute Art. Dann haben wir hier, glaube ich, Rouge Smoking. Coco Noir, Siso Verhör, sehr schön. Der Allure, den kann man, sensuell jetzt in dem Fall, den kann man schon machen. Der ist nicht schlecht. Aber mich hat er nie so richtig gecatcht, dass ich gedacht habe, ich muss den jetzt vorstellen. Cinema, einen großen Flakon, sehr schön. Jimmy Choo's, Mancera, Jazz Club, Whispers in the Library. Viele Magellas.
Rituals. Das könnte sogar der Kirschblütenduft sein, so wie der aussieht. Hm. Bubble Bath. Das war für mich No-Go. Und Lazy Sunday Morning ist so ein bisschen ähnlich auch wie Pumusk von Narciso Rodriguez. So ein gewaschener Lakenduft. Frisch. Stößt niemandem auf. Orange Soleil, wenn ich es richtig sehe. Lacoste Parfum. Also meine ganzen Designempfehlungen scheint es zu haben. Und hier haben wir noch Bouquet Ideale. Wow. Lord of Misrule von Lush. Von Lush muss ich jetzt mal ein paar Düfte anfragen. Da will ich jetzt euch noch mehr vorstellen. Ich hatte früher immer nicht wirklich eine Marke. Aber seit ich mit denen in Bulgarien war, habe ich gemerkt, irgendwie die Marke ist sehr cool. Also da sind coole Leute am Start und die machen das sehr mit Hand und Fuß. Und eigentlich, sowas sollte man eigentlich unterstützen. Und deswegen will ich mehr von denen kennenlernen. Und hier haben wir noch zwei Latafas. Und ein Chuck of Oud. Das ist der Oud-Bouquet-Klon, ja. Sehr schön. Kein Haustier allerdings. Was los? Was war los? So. Ja, die Lush-Düfte sind echt interessant, ja. Genau, okay. Jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts vergesse. Was wollte ich denn? Genau, schau mal den Ride-On vom Halloween Man Mystery noch kurz an. Das ist wirklich, also mit dem machst du nichts falsch. Das kann man echt machen. Der ist so frisch, bisschen aquatisch, bisschen würzig, geht sehr in Richtung. Der Richtung in blöde Chanel. Bisschen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich blöde Chanel ist oder ein anderer Designerduft, aber er ist okay. Er ist echt schön. Chris hat wieder eine Mitgliedschaft rausgehauen. Die Marlena hat sie bekommen. Super, danke Chris. So, okay. Jetzt, glaube ich, mehr werden wir jetzt wahrscheinlich heute nicht mehr testen, weil ich... Ah doch, die zwei Om und Janes machen wir noch. Die müssen wir uns noch anschauen. Auf den war ich so gespannt, auf diesen Nawab of Oud. Da machen wir jetzt gleich mal das Ding hier auf. Parfumo. Ist der normale, gar nicht der intensive. Anton, kannst du schreiben, ob das der normale ist oder der intensive? Weil da gibt es irgendwie zwei. Intensive, sagst du. Okay. Dann nochmal. Bewertung bei 340 Bewertungen. Das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Also eine 9 zu kriegen, weiß ich nicht, ob ich überhaupt schon mal gesehen habe. Ich glaube nur diese ganz alten, eingestellten Meisterwerke von Chanel oder so haben eine 9. Das geht ab, ey. Der muss jetzt richtig geil sein. Jetzt sind die Erwartungen so hoch. So gespannt. Anton, ist er eine 9? Schreibt mir in den Chat. Wow, okay. Also ich sag euch mal, ihr seht die Noten vor euch. Ich sag euch mal, was ich krieg. Also der erste Eindruck ist so mystisch irgendwie. Mystisch, obwohl er Off-Oud heißt, rieche ich nicht so viel Oud raus auf den ersten Sniff, sondern mehr dunkle Höhle irgendwie. Aber jetzt nicht auf die muffige Art, sondern mehr so, oder eher so alte Gemäuer, so eine große Kathedrale. Also so ein bisschen, kriegt definitiv ein bisschen Weihrauch, auch wenn jetzt hier nichts gelistet ist dergleichen. Der Pfeffer kommt, ist die Hauptnote. Pfeffer, der Piment kommt wirklich stark raus. Er hat auch dieses scharfe Grüne von den grünen Noten, vom Lorbeer, Kardamom, das alles spielt in diese Schärfe mit rein. Und dann drunter ganz, ganz zart findet man so diese süßen Töne. Die Magnolie spitzt ein bisschen durch.
Zimt. Zimt war ehrlich gesagt die allererste Note, die ich wahrgenommen habe, obwohl er nicht so super prominent kommt jetzt bei dem. Ich muss sagen, ich hätte ihm jetzt keine 9 gegeben. Sagt mir Anton, ist es eine 9 für dich? Kaltes, tiefes. Ja, genau, der hat was Kaltes, tiefes. Aldehyde machen ihn auch, kühlen ihn auch ein bisschen ab. Das Orange Absolu bekomme ich nicht so sehr. Weil ich mich auch frage, wie man ein Orange Absolu herstellt, weil wir haben ja letzte Woche bei Marcel aufgepasst. Der hat uns ja erklärt, bei den Zitrussachen, die macht man ja via Kaltpressung und da kommt ein ätherisches Öl raus. Also frage ich mich, wie sie ein Absolu extrahieren wollen von dem. Also der ist schon spannend. Insbesondere, ich finde, der Zimt macht wahnsinnig viel für den Duft. Hedion, Magnolie, das gibt alles so einen süßen Touch, ohne dass er gourmandig wird. Er riecht auch ein bisschen verbrannt für mich. Diese typische Oudnote kriege ich gar nicht so raus. Anton, schreib mal, nach was riecht er für dich? Schauen wir mal die Statements an. Ja, er ist definitiv ein bisschen grün, ja. Die Rose, die kommt wahrscheinlich erst, so typisch eigentlich. Ja, würzig. Ja, also durchaus echt schön, aber ich hätte jetzt, wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass der eine 9er Bewertung hat. Also das überrascht mich schon trotzdem ein bisschen irgendwie. Ach, guck, von wem es ist. Praktisch jeder Duft, den wir uns anschauen, ist hier von Gesa Schön heute. Ja, er ist sehr luftig. Das stimmt, trotz dieser ganzen, also wenn ihr euch anschaut hier, diese ganzen Noten hier, Labdanum, Oud, Ambra, ich glaube, damit ist Ambra gemeint. Ich glaube wahrscheinlich nicht wirklich Ambra. Parfumo verwechselt es immer. Parfumo schreibt nicht, unterscheidet nicht Ambra und Ambra, sondern schreibt immer Ambra. Und das Bild, das ihr hier seht, ist auch Ambra. Aber die ganzen Ambra-Noten werden sozusagen unterschlagen, weil die sind eigentlich harzig. Das hat nichts mit dem hier zu tun. Ja, also gefällt mir immer besser. Der hat was Mystisches. Tiefes, ja. Kalt. Aber nicht, aber trotzdem einladend irgendwie. Sehr faszinierend, ja. Okay. Ich lege jetzt mal zur Seite und jetzt schauen wir uns nochmal den Ornement Man an. Da ist er schon. Das ist ein Klassiker. Der ist so schön tannennadelig. Versuche immer schon an den Flakon ranzukommen von dem. Das ist einer der schönsten Walddüfte. Hier haben wir jetzt wirklich Wald, Wald, Wald. Und so eine richtige Frische und nicht zu so synthetisch und trotzdem ein bisschen Tiefe, aromatisch, bisschen pfeffrig, bisschen würzig. Aber im Vordergrund stehen die Tannen. Also man denkt wirklich, man steht im Wald. Finde ich. Das ist für mich einer der tollsten Herrendüfte. Würde den so gern, wenn als Flakon haben, damit ich in ein paar Videos packen kann. Ist echt schön. Der trocknet auch so runter. Also der gibt ein gutes Gefühl irgendwie. Man hat da das Gefühl, man hat da irgendwie so einen Naturburschen vor sich. So einen, der auch mal Holz hacken kann. Einer, der, wenn man sich im Wald verläuft, auch mal ein Feuer machen kann. Finde ich schön. Und vor allem, ich kann nicht aufhören, also solche Düfte haben es mir angetan. Da kann ich nicht aufhören, dran zu riechen. Ah, der Flakon vom Anton ist kaputt. Da musst du dir
Die mussten aufmachen und abfüllen. Ja, Hannes packte den auf die Merkliste. Ich schwöre dir, wenn du auf so Waldaromen stehst, das ist mit das authentischste Waldaroma, ohne zu synthetisch in die Synthetik abzudriften. Das macht ihr nicht. Ja, echt schön. Auch von Gesa schön. Tja. Ja, er ist so ein bisschen vielleicht die herbstigere Variante von Cipresso di Toscana. Das ist ja auch so ein Duft, wo ich immer sage, hey, wenn ihr auf Kiefernadel steht und so ein bisschen italienische Sonne wollt mit ein bisschen Aromatik, holt euch den. Das wäre jetzt hier für mich, der macht eher so Herbst-Winter-Gefühle. Vielleicht auch Frühling, weil im Frühling fängt es wieder alles an zu riechen. Im Herbst-Winter riecht man oft gar nicht so viel. Genau, die Kerstin empfiehlt mir jetzt mittlerweile, glaube ich, schon seit Jahren den Ormond Woman. Und ich habe ihn mal im Vorbeigehen geschnuppert, aber nicht eingehend testen können bisher. Aber das wird noch gemacht irgendwann. Irgendwann schaffe ich es. Anton fragt, hast du den Montabacco Extreme übersehen? Ja, offensichtlich. Übrigens, kleines Easter Egg, mit dem Anton habe ich ja kürzlich den Reflection Man getauscht. Und den Reflection Man habe ich im Succession Video verwendet. Und dreimal dürft ihr raten, für welchen Charakter. Hier ist er noch. Ormond Jade Montabacco Extreme. Dann schauen wir uns die noch kurz an. Oh. 8,5er Bewertung. Ja, damn, der ist auch gut. Oh, die Om und Janes, die scheinen alle echt toll zu sein. Ich frage mich die ganze Zeit, was so animalisch kommt. Das ist das Wildleder. Also er hat ein animalisches Wildleder mit drin, aber er ist sehr frisch. Sehr frisch, schon auch synthetisch. Auch ein bisschen waldig, aber bei weitem nicht so wie der Man. Den Luftakkord bekommst du wahrscheinlich mit, wie heißen die jetzt? Ozonische Noten können manchmal so ein bisschen Richtung Luft gehen, aber es gibt noch ein anderes synthetisches Molekül oder ein Molekülgemisch, was so, ich habe jetzt den Namen vergessen. So auf alle Fälle was Synthetisches. Er ist sehr luftig, ja. Ah, ich krieg sogar ein bisschen Tee. Ist aber jetzt von den dreien, die ich probiert habe, glaube ich, der schwächste. Aber auch schön. So. Blackshman für Kendall, sagt Samira. Nein. Nein. Der Kendall, der kriegt was sehr Passendes. So. Elvira Duda fragt, apropos limitiert, stimmt es, dass Green Butterfly auf 2500 Stück limitiert wurde? Ja, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das ist so. Okay. Leute, jetzt machen wir noch ein Giveaway und dann gehe ich ins Bett. Ich brauche meinen Schlaf. Ich muss gesund werden vom Urlaub. Und jetzt schaue ich ganz kurz nach, wann wir uns wiedersehen. Moment. Und wann wir das Gourmand-Set besprechen. Und das Gourmand-Set werde ich jetzt auch gleich an euch verschenken. Moment. Also, wir sehen uns wieder. Ah ja, okay, also das könnt ihr euch schon mal notieren. Der nächste Livestream wird sein am 22. August. Da sehen wir uns das nächste Mal. Also 21 Tagen, macht Sinn. Der Elias hat 5 Mitgliedschaften geschenkt. Danke, Elias, voll cool. Sehr schön.
Genau, also der 22.08. ist der nächste Stream, aber das ist nicht der Termin, wo wir das Gourmand-Set besprechen werden, sondern das Gourmand-Set werden wir am 26.09. besprechen. Das ist noch eine Weile hin, ich weiß. Aber ich habe dazwischen noch ein paar coole Gäste und ein paar andere Sachen. Der Herbert wird bald mal wieder da sein. Und der Marcel kommt auch noch wieder vorbei bis dahin. Genau. Und dann sehen wir uns am 22.08. Echt lieb, Elias. Danke. Genau. Also das Gourmand-Set. Ja, das ist es dann eigentlich, Leute. Genau. Markiert euch den 22.08. Falls ihr wissen wollt, wann der Herbert kommt, der wird am 29.08. da sein. Und der Marcel kommt am 12.09. Genau. Ja. Genau. Ich bin auch gespannt, wie der Stream mit Herbert wird, weil der Herbert, wir haben noch nie zusammen gestreamt. Mit Herbert habe ich bisher nur Videos gedreht und wir machen dieses Mal beides. Also kommt so Video drehen und abends machen wir dann noch einen Stream. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf. Und der Chris verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Mensch, ihr seid on fire, Leute. So cool. Giveaway müssen wir noch machen. Ich will mir was überlegen, was nicht so vorhersehbar ist. Ich stelle euch eine Frage. Die ersten zwei Leute, die am schnellsten sind, gewinnen so ein Gourmand-Set. Und die Frage ist, wie heißt der Waldduft von Ormond Chain? Go. Der Anton hat zugeschlagen. Und die Melissa Fischer. Sehr gut. Ja, Anton und Melissa, ihr beide kriegt ein Gourmand-Set und das besprechen wir dann am 26. September. Genau. Cool. Danke, Leute, fürs Dabeisein. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs Schreiben. Danke für den Austausch. Und ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Wir sehen uns jetzt 3 Wochen nicht. Ich werde euch vermissen. Aber ihr kriegt in der Zeit Videos und Shorts. Also verzweifelt nicht. Und dann sehen wir uns in alter Frische hoffentlich. Oder vielleicht noch ein bisschen frischer als heute. Das wäre mein Ziel, wieder gesund zu werden. Dann sehen wir uns am 22.08. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao. Bis bald.